Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben uns jetzt mal hinten auf unser Alpaka-Gehege geschlichen und ich habe ein bisschen Futter dabei. Die Kollegen haben es, glaube ich, auch schon gemerkt, dass ich hier was habe. Die kommen jetzt hier schon fleißig angelaufen. Und ja, da würde ich sagen, können wir auch schon mit der Vorstellungsrunde beginnen. Wir haben jetzt 4 neue Kollegen dazugekriegt. Jetzt nicht seit einer Woche, schon ein paar, jetzt 4 Wochen. Wir haben jetzt ein bisschen Vertrauen aufgebaut. Und hier stehen sie auch schon alle. Sind alle ganz aufgeregt mit der Kamera. Das ist auch das erste Mal für die heute. Ich darf da mal kurz vorstellen. Die beiden hier vorne, die ihr jetzt seht, der Braune und die Weiße, das sind Roberto und Susi. Roberto der Braune, ein Hengst. Susi die Stute, ist die Weiße. Hier vorne haben wir den Schwarzen, das ist unser kleiner Maxi, ist auch ein Hengst. Und da hinten haben wir Cosmo, das ist ein Wallach. Ja, die sind jetzt auch schon ganz scharf hier auf ihre kleine Futterprobe. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Das sind nämlich richtig süße Tiere. Ah, kriegen sich auch etwas jetzt in die Haare. Und man kann jetzt mal dazu sagen, Lamas spucken nicht, beziehungsweise Lamas spucken, Alpakas spucken nicht. Alpakas spucken sich, wenn, dann nur gegenseitig an, also gegen den Menschen. Hier ist es noch nicht vorgekommen, mich hat noch keins angespuckt. Ich habe zwar schon häufiger mitbekommen, dass sie sich gegenseitig anspucken, gerade wenn es so um Futter geht oder um Rangeleien, kann das mal passieren, sollte sonst aber nicht passieren. Hier kann man jetzt sehen, die sind jetzt etwas wild, die sind jetzt etwas traurig, weil da kein Futter mehr übrig ist. Maxi hat ganz wenig gekriegt, der kriegt jetzt noch ein bisschen aus der Hand. Der Kameramann hat auch schon Angst, angesprochen zu werden. Optisch kann man jetzt auch schon sehen, dass sich unsere Tiere hier etwas unterscheiden. Und zwar gibt es Alpakas 2 verschiedene Rassen. Es gibt die sogenannten Suris und die Huacaya. Suris sind die Cosmo hier vorne. Die mit etwas längerem Haar. Sieht fast so aus, als ob die so ein Haupthaar und so ein Deckhaar haben. Die Huacaya, das sind unsere hier vorne zum Beispiel, die haben eine Wolle, die einfach sehr stark Schafen ähnelt. Und sehen soweit auch ganz knuffig aus. Ja, das als kleine Vorstellungsrunde. Wir blenden euch jetzt hier nochmal ein paar Bilder ein von den Tieren, wie die sich so verhalten, wenn man jetzt nicht unbedingt mit einem Trog Futter daneben steht. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und wenn ihr Lust habt, wir haben auch noch Schafe. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dann können wir auch nächste Woche mal bei den Schafen vorbeischauen. Wir sind hier so ein kleiner Zoo. Also, euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Freitag, bis dahin. Tschüss. Ja, Roberto und Maxi. Maxi dort.